Heilig gesprochen sind sie eigentlich nie. Ob sie wirklich treu waren, ist eigentlich auch ungewiss. Und Könige waren sie eigentlich auch nicht. Aber warte schnell, eins nach dem anderen. 10 Fakten über die heiligen drei Könige, die du auch noch nicht gewusst hast. Hast du gewusst, im Neuen Testament werden sie eigentlich nicht als Könige bezeichnet, sondern als Weise und Magier. Wahrscheinlich meinen sie aber persische Priester. Eine genaue Angabe über die Anzahl hat es keine gegeben. Die drei entstammen einer Legendenbildung aus dem 3. Jahrhundert. Eine syrische Quelle aus dem 7. Jahrhundert wird aber von 12 persischen Priestern, die 3 Geschenke gebracht haben. Der Stern, der die Königin geleitet hat, war eine Verschmelzung von 2 Planeten, Jupiter und Saturn, im Fischsternbild. Astrologisch bedeutet das Jupiter gleich König, Saturn gleich Judäa und Fisch ein neues Zeitalter, das ansteht. Mit den Namen, die man so nicht belegen kann, hat man etwas Kosmopolitisches darstellen. Kaspar geht aufs Altpersische zurück, Melchior aufs Hebräische und Balthasar ist ein Mischname aus dem Babylonischen und Hebräischen. Somit symbolisieren die drei Vielfalt und Harmonie als Vertreter der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Man sagt, dass 2 von diesen 3 Sternreuter vom Südufer des Kaspischen Meer gekommen sind und einer von Pakistan. Das heisst, sie haben eine Reise von 1200 km bis nach Bethlehem zurückgelegt, was damals etwa 8 Wochen gedauert hat. Überall in der Schweiz wandern Sternsinger von Tür zu Tür zum Spenden sammeln. Denen, die spenden, malen die Sternsinger das Jahr, einen Stern und 3 Buchstaben über die Tür. Und zwar so. CMB bedeutet aber nicht Kaspar Melchior Balthasar, sondern Christus Mansionem Benedicat. Christus segne dieses Haus. Zum Dreikönigstag gehört der Dreikönigskuchen. Ursprünglich ein Hefegebäck mit einer Bohne drin. Wer diese Bohne verwünscht, hat Glück in diesem Jahr. In einigen Regionen trinkt man sich Stärke an für das kommende Jahr. Und in Süddeutschland braucht man sogar ein spezielles Starkbier für diesen Tag. Zu Königen werden die Sterndeuter, indem man sich auf Psalm 72 beruft. Die Könige kommen mit Gaben, alle Könige müssen ihm huldigen, alle Völker ihm dienen. Eigentlich hat man wegen der 3 Geschenke auf 3 Könige gedeutet. Die Sterndeuter haben dem neugeborenen König nämlich folgende Geschenke mitgebracht: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold steht für Reichtum und Macht. Weihrauch steht für die religiöse Würde und die Anwesenheit von Gott. Und Myrrhe symbolisiert das Leiden und den Tod. Die 3 Könige sind übrigens später Christen geworden. Der Legende nach hat sie der Apostel Thomas auf seiner Missionsreise nach Indien getauft. Und wo sind sie jetzt? Ja, die Reliquien der 3 Könige liegen in Watte und weißer Seide gewickelt, kostbar aufgehoben im Kölner Dom. Egal ob 3 oder 12 Könige, wir hoffen, du bist König geworden dieses Jahr. Like doch das Video, wenn es dir gefallen hat, abonniere unseren Kanal und aktiviere auch die Glocke, damit wir uns beim nächsten Video wiedersehen.